Ja, willkommen zurück bei Simon the Sorcerer. In der letzten Folge haben wir die zwei Dämonen hier kennengelernt und müssen jetzt denen ihre Hilfe in Anspruch nehmen, um die Bedienung dieses Teleporters rauszukriegen. Dazu lesen wir nochmal das Buch. Das ist Zordits Zauberbuch. Sieht aus wie meins. Hier ist ein Spruch, um Dämonen zur Hölle zu schicken. Du brauchst ein doppeltes Quadrat mit 8 Kerzen, eine Maus und einen menschlichen Schädel. Und du musst noch die echten Namen der Dämonen kennen. Aha. Schädel, ist hier ein Schädel. Echten Namen der Dämonen, das können wir auch. Die Oberfläche ist stumpf und matt. Hatte ich nicht hier irgendwas? Ja. Benutze die Chemikalien mit dem Schild. Ein extrem glänzendes Schild. Ah, sehr schön. Und das hängen wir uns jetzt hier an den Haken. Der Spiegel uns ja reflektierende Oberflächen zeigen kann, der unten hängt. Und deswegen gehen wir jetzt runter. Weil den Namen der Dämonen müssen wir erfahren. So, ansonsten haben wir hier ein Beutelchen. Wir tun mal die Stinkesocke in den Beutel und versuchen, ob das als Falle für die Maus geht. Weil wir brauchen noch eine Maus, oder? Ja, und da haben wir sie schon. Ein kleines, quiekendes Ding, das Käse mag. Okay. Dann reden wir nochmal mit dem Spiegel. Brauchst du meine Dienste? Zeige mir das Labor im obersten Stock. Da geht's gerade rund. Wie bitte? Das ist doch nur die Stufen hoch. Ich möchte Gerald und Max ausspionieren. Wenn du unbedingt willst, bitte, versuchen wir es mal. Warum bist du so nun nervös bei Fremden, Belchgrabbit? Wärst du das nicht mit so einem Namen? Snogfondle ist doch auch nicht viel besser. Wahrscheinlich nicht. Belchgrabbit und Snogfondle! Ich habe genug gesehen! Danke für deine Hilfe, Spieglein! Okay, gehen wir wieder hoch. Und reden mal mit den beiden. Ich bin's wieder! Alles klar dann? Habt ihr irgendwo einen Menschenschädel gesehen? Du hast doch schon einen. Na, herzlichen Dank für eure Hilfe. Kleinen Moment noch. Muss noch kurz was klären. Prima. Wir können's kaum erwarten. Kaum erwarten, ja. Dann gucken wir nochmal unten in der Folterkammer. Da lacht, glaube ich, einer. Also hier ist zumindest keiner, ne? Hier sieht es auch nicht nach Schädel aus. So. Schädel. Wer immer das war, er hatte eine riesige Nase. Aha. Das ist außerhalb meiner Reichweite. Vielleicht können wir den mit dem Speer angeln. Okay, check, das hat geklappt. So, jetzt gehen wir wieder hoch. Und noch eine hoch. Und noch eine hoch. So, na dann reden wir jetzt nochmal mit denen. Ich bin's wieder.
alles klar dann? Nur schnell ein magisches Quadrat hier hinmalen. Hier, du kannst meine Kreide haben. Na, dann kann's ja losgehen. Rock'n'Roll! Ich bin beeindruckt, sehr beeindruckt. Das könnte sogar eventuell funktionieren. Funktionieren, ja. Okay, Bübchen, jetzt sage ich dir, wie der Teleporter funktioniert. Drücke einfach auf den roten Knopf, auf dem Selbstzerstörung steht, und sage der Maschine, wo du hin willst. Leider nur eine Hinfahrkarte. Ohne Passwort kommst du nicht mehr zurück. Passwort, jawohl. Und das wissen wir auch nicht. Und los geht's, Kleiner. Okay, versuchen wir's mal. Zabak! Zin, Zan, Xenok! Jarmak! Zock! Oh, scheint so, als müssten wir hier... Wow! Das hat richtig gekitzelt! Hoffentlich hat es funktioniert! So, dann benutzen wir jetzt den Teleporter. Das geht doch so nicht! Okay, so geht's. Dies ist Sparky, der sprechende Teleporter. Zu Ihren Diensten. Es wird mir eine Freude sein, Sie schnellstmöglichst und sicher zu dem Ziel Ihrer Wahl zu bringen. Bitte zu den brennenden Gruben von Rondor. Zu den brennenden Gruben von Rondor, bitte. Ihr gewähltes Ziel sind die brennenden Gruben von Rondor. Legen Sie die Sicherheitsgurte an und stellen Sie das Rauchen ein. Und das immer schön. Rondor. Toll. Da ist der Führer. Ja, irgendwas Gescheites. Wir reden erstmal mit dem. Das ist eine Glocke. Das ist ein Feueralarm mit einem Knopf in der Mitte. Na, wir reden erstmal mit dem Führer. Gibt es Rabatt für mächtige Zauberer? Mächtige Zauberer haben freien Eintritt. Warum fragst du danach? Weil ich ein mächtiger Zauberer bin. Und ich bin die gute Fee. Warum habe ich den Eindruck, er glaubt mir nicht? Ich wusste nicht, dass dies eine Attraktion ist. Vor 3 Jahren war es noch keine. Doch dann kam König Gerald. Hier ein paar Broschüren. Besuchen Sie die feurigen Gruben von Rondor. Ein ideales Ausflugsziel für die Familie. Sehen Sie die Feuer der Hölle in voller Aktion. Und denken Sie daran, freie Sonnencreme für jeden. Klingt sehr hübsch, aber warum ist kein Besucher da? Das ist ja das Dumme. Der nächste Ort ist ein 150 Kilometer entferntes Dorf. Man kommt hierher nur zu Fuß oder per Magie. Wir hatten 2 Besucher in den letzten 3 Jahren und einer war ein Zauberer. Sordid. Richtig, ja. Der andere war so ein kleiner, grüner Typ. Zahlst du nun oder nicht? Der Sumpfling oder wer war der Grüne? Du musst mich reinlassen. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. Nein, mein Job hängt davon ab. Es sieht trotz allem fürchterlich aus.
gucken uns erstmal die Broschüren an. Da ist ein elastisches Band drumherum. Oh, das ist schon mal gut. Farbige Broschüren über die feurigen Gruben von Rondor. Passt. So, na, das kann man doch ganz gut kombinieren, ne? So. Kieselstein, aber gerade Kieselstein. Wir haben zwar noch einen Stein vom letzten Mal, aber das ist kein Kieselstein. Wir könnten mal auf die Glocke schießen. Ich will noch gucken, ob der noch irgendwas hat. Wissen, wenn ich hier einfach reingehe. Ich habe dir gesagt, du kannst nicht rein, ohne zu bezahlen. Na gut. Feuer! Ich bin draußen! Ah, Speicher, so da kann man Speicher mitnehmen. Was nützliches? Ne, dann gehen wir jetzt da rein. Bonowachs. Das ist ein Eimer mit Bonowachs. Dann gehen wir weiter. Wenn ich den zu fassen kriege, der die Sprengler ausgelöst hat, ich röste ihn bei lebendigem Leib. Jetzt muss ich versuchen, dieses verdammte Ding wieder anzustecken. Gerade als ich mit meinem neuen Zauberstab fertig war. Er versucht, die Grube wieder anzuzünden. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee wäre. Okay. Als nächstes versuche ich den Uri Geller-Zauber. Das geht doch so nicht. Okay. Verdammt! Das geht doch so nicht. Ja, dann benutzt jetzt den magischen Stab. Seine eigene Medizin. Geben. Ganz schön ironisch, oder? Hey, Schleimeimer! Pasta la Pizza, Baby! Nein! Sieh, was es heißt, sich mit Simon dem Zauberer anzulegen. Das einzige Problem ist jetzt, wie der Zauberstab zerstört und Calypso gerettet werden kann. Den muss man unter feurigen Gruben. Werfen. Das erloschene Feuerloch, gelöscht vom Sprinklersystem. Er sieht sich relativ ähnlich. Ich bin sehr zufrieden mit mir. Das ergibt doch keinen Sinn. Na gut, dann versuchen wir mal, die Gruben wieder anzuziehen. Sordid und seine ganze Magie bringen das nicht zum Laufen. Und du erwartest tatsächlich von mir, dass ich das Ding mit einem Streichholz anzünden kann? Ja. Wunderbar. Ein Pool voll blubbernder Lava. Und da schmeißen wir jetzt den magischen Stab rein. Und los geht's! Jetzt sollten alle Statuen wieder normal werden. Ich werde sicherlich ein Held werden. Nicht nur, dass ich die Welt von Sordid befreit habe, sondern auch alle Guten noch dazu. Wenigstens bin ich außer Gefahr. Ich hatte gerade einen Gedanken. Oh, shit! Sure.
Schön, 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 kleiner Zauberer. Jetzt machst du mich aber wirklich wütend. Tut mir ehrlich leid. Sagen wir unentschieden? Mich interessiert dein rührseliges Gewinsel nicht, kleiner Zauberer. Diesmal gehe ich auf Nummer sicher und töte dich unter großen Schmerzen. Ich denke, es ist Zeit, sich zu verabschieden. Du hast das Spiel schon beendet. Sprich dein Gebet, kleiner Zauberer. Hallo, Sordid am Apparat? Wer? Warte eine Sekunde. Leute von der Lebensversicherung, sie wollen mit dir sprechen. Hallo? Ist dort Simon, der Zauberer? Am Apparat. Hier ist Kalle Klo. Deine Arbeit mit dem Zauberstab war große Klasse. Wir sind alle zurückverwandelt worden. Ich komme, um dich zu retten. Versuche ihn noch eine Weile abzulenken, okay? Okay. Bis gleich. Auf Wiederhören. Was wollten Sie? Meine Lebensversicherung wurde gekündigt. Na gut, mach dich bereit für die Qualen deines Lebens. Warte eine Sekunde. Was willst du noch? Warum kannst du nicht ruhig sein und sterben? Ich muss dich aufhalten, bis meine Rettung hier eintrifft. Deine Fantasie geht mit dir durch. Selbst wenn jemand zu deiner Rettung kommen würde, so könnte ich sie einhändig hinwegfegen. Es ist Zeit für dich zu sterben. Ha! Nun schau, was es heißt, sich mit mir zu messen. Hat man sowas schon gesehen? Hunderte spitzer Stacheln und ich verfehle sie alle. Ich frage mich, was mit der Brücke passiert ist. Netter Versuch, Loser. Das musst du schon besser machen. Dieses Mal wirst du sterben. Ich glaube nicht, dass das eine gute... Das wird er nicht überleben. Ich mache das wirklich gut mit dem Hinfallen. Ich sollte Stuntman werden. Ja. Schon wieder versagt, Sordi. Ich lebe immer noch. Nicht mehr lange, du Pestbeule. Diesmal habe ich ihn. Okay, um es kurz zu machen. Ne? Hey, Sordi! Ich bin hier! Warum bist du nicht fair und stirbst? Ich bin süchtig nach Leben, Mann! Nicht mehr lange. So, ich mag schmieren ein bisschen. Bohnenwachschen. Oh.
Tja, das war's für ihn. Was geht denn hier ab? Wer hat das Licht ausgeknipst? Herzlichen Glückwunsch! Gut gemacht! Du hast Simon the Sorcerer gelöst! Nun, Simon, wie fühlt man sich als Held? Auf welchem Trip ist der denn? Willst du deinen Fans irgendetwas sagen? Versäumen sie nicht die nächstjährige Fortsetzung! Halt mal die Luft an! Das mache ich nicht nochmal alles mit! Puh, was für ein Albtraum! Zum Glück bin ich endlich aufgewacht! Ich glaube, das bedeutet Fortsetzung. Ja, und das war Simon, der Sorcerer. Und wir gucken uns jetzt noch ein bisschen die tanzenden Dämonen an, beziehungsweise den Abspann. Und ich sag schon mal Tschüss, macht's gut. Bis zum nächsten Mal mit einem anderen Spiel hier auf dem Kanal am Wochenende. Euer Astronier. Tschüssi.